Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Letztes Abend? Ist egal. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Sehr schön. Okay, und jetzt? Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Fertig. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter.
Ja. Das könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Oh, Peter, bevor ich es vergesse, es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schaue es mir an. Danke, Doc. Ich erinnere mich noch gut an meine direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial! Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Er schöpft Verdacht. Er verbirgt es, aber ich spüre es. Er hat das Zucken. Doc, tut mir leid. Meine Tante schreit.